Hallo liebe Rasenfreaks, wir packen die biologische Waffe aus, die biologische Waffe. Da, heute gibt's das hier. Das sind keine Mohrrüben zum Essen, das sind Nematoden. Ich habe nämlich die Faxen dicke. Ihr kennt ja das Thema Löcher in meinem Rasen. Warum kommen die Amseln jeden Morgen und hacken hier tiefe Löcher in den Rasen? Es sind die Wiesenschnakenlarven. Und dann habe ich lange überlegt, machst du es oder machst du es nicht? Und jetzt machen wir es doch. Nematoden gegen Wiesenschnaken. Die kommen in so einer Verpackung. Die sollen, wenn man sie nicht gleich verwendet, kühl gelagert werden. Bei, ich glaube, bei 4 bis 10 Grad. Also im Kühlschrank müssen die gelagert werden. Und dann sind die in so einer Tüte hier drin. Und jetzt müssen die in schönem, warmen Wasser aufgelöst werden. Und dann ausgebracht auf den Rasen gesprüht werden. Man kann das mit der Gießkanne machen oder man kann das eben auch mit dem sogenannten Nema-Sprayer machen, den man sich auch dann kaufen darf. Ja, und die dringen dann ein, töten, brutal eigentlich, töten die Larve der Wiesenschnake und suchen sich dann die nächste. Ja, 50 Millionen Nematoden auf 100 Quadratmeter. Das ist nicht ganz günstig, das Zeug. Und jetzt sprühen wir hier im hinteren Bereich die ganze Fläche ab. Das sind so ungefähr 100 Quadratmeter. Genau. Also auflösen in 2 Liter Wasser diese Tüte. Dann schön umrühren und dann raussprühen. Was gibt es da noch zu sagen? Nicht in der Sonne verwenden. Ach ja, und gleich nach dem Ausbringen muss dann gewässert werden, also eine halbe Stunde nach dem Ausbringen sollte schon gewässert werden, damit die Nematoden in den Boden eingespült, reingeschwemmt, reingespült werden, damit die dann auch ihr Werk vollbringen können. Ja, kann man jetzt September, Oktober anwenden. Ich bin ein bisschen spät dran. Also der Boden sollte mindestens ein paar Stunden am Tag noch 12 Grad warm sein. Wir messen gleich mal, was wir jetzt für Temperaturen haben. Heute ist noch richtig schön warm, die letzten Tage auch. 12 Grad sollte der Boden sein. Dann checken wir das mal. Und meine Würmer, die Bodentemperatur, ich hoffe, ihr könnt das sehen, 15 Grad. 15 Grad. Jetzt lösen wir diese Viecher auf. So. Wow, hast du das? Wupp! Und schön umrühren. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass man wirklich diese ganzen Klumpen auflöst, weil diese Klumpen verstopfen den Nema-Sprayer. Hier seht ihr so ein ganz, ganz feines Sieb. Da seht ihr so ein ganz, ganz feines Sieb und da müssen die Nematoden durchgesogen werden. Und wenn es auch so Klumpen gibt, dann funktioniert das nicht. Und da sind tatsächlich noch erstaunlich viele Klumpen drin. Aha. Na toll. Machen wir noch ein bisschen Wasser hinterher. Ich habe jetzt die Mischung doch noch ein bisschen verdünnt. Und man soll also auch diesen Behälter mal schütteln und jetzt geht's los. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ey. Was diese blöden Wiesenschnakenlarven noch machen, die fressen die Wurzeln der Gräser weg. Also das ist echt schon unglaublich. Da muss man mal gucken, saugt er jetzt was ab oder ist er schon wieder verstopft? Wir gucken gleich mal nach. Wir gucken gleich mal nach. Also der Nema-Sprayer muss hier auf Nema eingestellt werden. Und es ist, also das ist, finde ich schon, also
ganz ehrlich, das finde ich Schrott. Na, jetzt ist das komplett verklebt hier schon. Das kann man hier freispielen. Ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll. Das ist doch echt Schwachsinn. Manu. Und ständig verstopft dieses Ding. Also wozu zahle ich da so viel Geld für? Und rennst du stundenlang hin und her, das kommt nichts raus. Wieder verstopft. Hey, wie soll das denn nur funktionieren? Hallo? Ja, gut. Das soll in 4 Minuten soll das leer laufen. 4 Minuten. Guck dir das mal an. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das funktionieren? Soll ich abziehen? Ich ziehe ihn jetzt ab. Kann sie sein, ne? Egal. Er zieht die so durch. Mal sehen, was jetzt passiert. Also wenn ihr seht, was das Ding kostet, ja? Dann kriegt ihr einen zu viel. Da muss man diese Fadenwürmer erst in dieser Lösung wirklich lange stehen lassen. Und dann erst ausbringen. Die 2 bis 3 Minuten aufrühren. Und dann alle 15 Minuten wieder aufrühren. Der saugt nichts raus, ey. Das geht mir völlig auf den Keks. Aber er saugt. Er saugt. Die wollen garantiert damit erreichen, dass man wirklich viel Wasser ausbringt. Oh, für sowas bin ich zu ungeduldig. Das ist auch so richtig gummiartig. Das ist überhaupt nicht. Also was? Ich tue das jetzt in die Gießkanne und gieße den Rest einfach aus. Das ist ja noch 1 Liter, ne? Genau. Ich tue mir die Hälfte hier rein. So. Ich hoffe, der Nehmer-Sprayer ist noch zu was anderem zu gebrauchen. Das ist eben genau das Problem. Das ist jetzt verstopft. Verstopft. Guck dir das an. Komplett verstopft. Sag mal, wie soll denn das funktionieren? Also, das ist nicht gut. So. Verzeiht euch. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, Freaks, das war das Thema Nematoden. Also, ja, das wird sehr interessant, was ihr mir so in die Kommentare schreibt. Also, ich bin davon nicht überzeugt. Das Ausbringen ist eine Katastrophe gewesen. Dieser Nematsprayer für ein Schweinegeld hat nicht richtig funktioniert. Die Gießkanne verstopft vorne auch. Hier sieht man das immer noch. Hier, das ist der ganze Schleim da drin. Hier, guck doch mal hier.
Da. Ganze Schleim drin. Das kann's doch nicht sein. Okay, jetzt machen wir auch die Bewässerungsanlage an und dann ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.